Die Candidates-Runde 4. Mal wieder ist es mitten in der Nacht und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin total kaputt. Ich habe ja auch selber Mannschaftskampf gehabt. Diese Partie zeige ich euch am morgigen Montag. Also je nachdem, wann ihr das Video sieht, eigentlich haben wir ja schon, seht, eigentlich haben wir das, haben wir ja schon Montag. Das machen wir aber im nächsten Video. Zuerst mal gucken wir auf die Candidates Nepomniachtchi gegen Vidit. Und ich kann euch sagen, also Nakamura gegen Prag war relativ schnelles Remis, aber hier wurde es interessant. Hier wurde es richtig spannend. Nepo gegen Vidit. Wir sehen hier eine Eröffnung, die wollt ihr alle nicht sehen, aber wir müssen da mal genauer drüber reden. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselice Gunnys YouTube-Kanal. Wir sind in Runde 4 der Candidates und Nepo gegen Vidit. Das ist natürlich auch ein Kräftemessen auf höchstem Niveau. Natürlich nicht nur die zwei, auch alle anderen, ist ja klar, da spielen die vielleicht besten Schachspieler der Welt gegeneinander. Aber trotzdem, also wir haben ja bisher schon verschiedene Eröffnungsexperimente gesehen und hier nicht. Bis zu einem gewissen Punkt nicht. Das gucken wir uns gleich genauer an. Vorher lasst mich noch loswerden. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, dann lasst doch gerne ein Abo da, drückt die Glocke. So verpasst ihr nämlich überhaupt nichts mehr. Oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Das hat der gute Steffen mal wieder getan. Steffen, ich stimme dir zu mit dem, was du geschrieben hast. Swidler hat wahrscheinlich das Jenisch oder Schliemann Gambit vorbereitet. Und das hat er dem Prag mitgegeben. Kann schon gut sein. Also danke, Steffen, für deine Unterstützung. Jetzt gucken wir mal rein, was hier passiert ist. Also ich habe ja eben über die Eröffnung erzählt und wir müssen jetzt auch nicht viel Federlesens drum machen. Wir sehen ein Spanier, was ja noch gar nicht schlimm wäre, weil Spanisch ist immer spannend, wenn man hier A6 spielt. Aber Vidit spielt Springer F6 und wir sind in der Berliner Verteidigung. Leute, jetzt wird Theorie gebolzt. Also, ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, aber das ist natürlich eine Variante, die haben beide Spieler schon hunderte, tausende Male auf dem Brett gehabt. Da kennen die sich natürlich aus. Wir gehen hier in eine klassische Line, die als sehr, sehr remisträchtig gilt. Hier nimmt man raus auf E5. Ich muss dazu gar nicht so viel sagen. Das ist alles tiefste Theorie. Hier wird getauscht auf D8, König D8, Springer C3 und Läufer D7. Und das ist eine Stellung, man nennt das auch die Berliner Mauer. Ja, ich habe mal Videos dazu gemacht, liebe Leute. Den Unterschied zwischen der Berliner Verteidigung und der Berliner Mauer könnt ihr hier oben, habe ich es verlinkt, müsst ihr jetzt eingeblendet werden. Da könnt ihr mal euch das genauer anschauen. Diese Stellung, liebe Leute, ist den beiden Spielern bestens bekannt. Die gilt als sehr remisträchtig, aber ich muss da eine kleine Einschränkung machen. Diese Endspiele, die da entstehen, ja. Die sind unfassbar trickreich. Da können Nuancen den Unterschied ausmachen. Also im Moment ist das noch alles nichts Besonderes. Hier folgen beide Spieler den ja, üblichen Vorgängerpartien. Also hier alles soweit normal. Hier pusht Weiß so ein bisschen mit G4. Kann man ja jetzt machen. Die Damen sind vom Brett. Der Springer zieht sich nach E7 zurück. Und bis hierhin, wie gesagt, alles schon da gewesen. Alles wunderbar, aber jetzt wird es dann spannend. Also, liebe Leute, Nepo zeigt sich exzellent vorbereitet, Vidit natürlich auch, aber Nepo hat in dieser Stellung hier eine Neuerung präsentiert. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das noch aus seinem WM-Kampf gegen Ding Liren stammt. Aber hier hat er es dann angewendet und das ist der Zug. Also normalerweise kann ich euch sagen, hier ist Läufer F4 schon gespielt worden oder auch B3 oder auch sowas, ja. Aber Nepo spielt hier Springer H2 und das ist ein enorm trickreicher Zug. Das ist eine Neuerung. Diesen Zug gab es an der Stelle noch nicht. Und der gute Vidit, der ist hier erstmal ins Grübeln verfallen und zwar 35 Minuten. Ihr werdet es gleich sehen. Also, hier, ihr seht ja die Bedenkzeiten. Ja, hier haben die Spieler erstmal alles rausgeblitzt bis hierhin, weil sie es halt kennen. Aber für den Zug, den Vidit hier sich überlegt hat,
hat da 35 Minuten reingesteckt. Was empfiehlt denn der Computer hier? Züge wie C5, Züge wie König C8, Züge wie Springer D5, das sind alles Optionen, die man prüfen muss. Und ja, wir geraten in ein Endspiel, das stimmt schon. Nur, Willett hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Er hat hier nämlich 35 Minuten für G5 investiert. Und auch G5 ist ein sehr guter Zug. Man muss aber die Konsequenzen berechnen. Also nicht, dass man hier diese verschiedenen Optionen berechnen muss, die ich gerade gesagt habe, aber auch nach G5 muss man genauestens kalkulieren. Warum? Weil Weiß natürlich trotzdem den Break hinkriegt mit F4. Natürlich. Und okay, das hat der gute Willett natürlich berechnet. Ihr seht es auch an der Zeit jetzt, ne, von 1,55 auf 1,18 runtergedroppt. Und bedenkt, es gibt kein Inkrement bis Zug 41. Und natürlich der gute Willett hier das berechnet. Was passiert denn, wenn Schwarz hier nimmt auf F4? Naja gut, Weiß nimmt zurück, ist klar. Und jetzt spielen wir Läufer E6. Und man kann sagen, naja, dieser Vorstoß G5 hat schon Sinn gemacht, aber auch das Feld F6 geschwächt. Und Nepo sagt, gut, dann gehen wir da mal hin. Springer E4 mit der Drohung hier reinzusteigen. Ist das so schlimm? Also wir gucken erstmal, ja, auch Springer C5 ist eine Option, deswegen spielt Willett erstmal B6, guter Zug hier auch. Der Springer kommt zurück ins Spiel, Springer F3 und Schwarz spielt C5, wunderbar. Und Nepo hüpft jetzt hier nach F6 rein, wie geplant. Das sieht beeindruckend aus, ja. Ist es das dann auch? Also ich kann euch mal sagen, der Computer sagt hier, es ist völliger Ausgleich. Es ist ein totaler Ausgleich, typisch Berliner Mauer, will man fast sagen. Aber aus praktischer Sicht würde ich hier das weiße Endspiel bevorzugen wollen, denn guckt mal, dieser Bauer F7, der Bauer H6, das sind getrennte Bauern, das sind gesplittete Bauern. Und es gibt auch so ein bisschen so eine Route für den König, dass der mal hier irgendwann reinläuft. Warum zeige ich euch das? Darauf komme ich noch. Wir müssen festhalten, Weiß hat hier keinen Vorteil. Allerdings müssen natürlich die Züge passen. Zuerst mal König C8. Das ist ein sehr, sehr guter Zug. Der König will hier nach B7. Weiß hat natürlich mehr Raum zum Lavieren und hat auch etwas angenehmeres Spiel. Das kann schon sein, aber so einfach ist das nicht, das umzusetzen. Ja, also Nepo spielt erstmal König G2. Jetzt kommt König B7, wie geplant. Und König G3. Da sind wir schon mal bei der Party. Ja, der König hat sich mal reingepirscht. Warum denn auch nicht? Und Willett versucht hier sein Gegenspiel am Damenflügel zu installieren. Es ist natürlich auch nicht so einfach. Was zieht man hier eigentlich mit Schwarz? Also die Stellung, wie gesagt, ist ausgeglichen. Aber was sind denn die nächsten Züge? Ich meine, klar, eine Engine, die pfeift hier dauernd die besten Züge raus und sagt, ja, bla bla. Der Mensch ist es nicht so ganz klar. Es gibt wieder Optionen. Was ist denn mit Springer D5? Was ist denn mit Springer C6? Was ist denn mit Turm D8? Und so weiter und so weiter. Da will ich euch auch nicht jetzt in den Schlaf reden, sondern ich will euch eigentlich aufwecken, weil ich mal davon ausgehe, dass ihr das Video wahrscheinlich erst jetzt in den frühen Morgenstunden oder Mittagsstunden guckt. Wird jetzt sagt, okay, ich habe hier eine nicht Mayonnaise, Majorität. Hier am Damenflügel, das sind vier Bauern. Ich markiere euch die mal mit gegen drei Bauern. Das ist ein potenzieller Freibauer irgendwann mal. Und ja, Weiß hat hier einen 3 gegen 2. Auf der anderen Seite sind die nicht verbunden. Also zumindest der E5 ist so ein bisschen vielleicht verwundbar irgendwann mal. Naja, und hier muss man so genau spielen. Liebe Leute, das ist, was ich gerade für Schwarz erzählt habe, gilt auch für Weiß. Also was ist denn der richtige Zug hier? Ist nicht einfach. Das sind diese Berliner Endspiele, so werden die genannt, die aus einer Berliner Mauer, Berliner Verteidigung raus entstehen. Die sind enorm schwierig zu spielen. Ja, es gilt als remislastig, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, Nuancen machen den Unterschied. Hier kann ein fehlerhafter Zug schon den Untergang bedeuten oder ein verlorenes Endspiel bedeuten. Also, wie gesagt, Nepo macht erstmal Slow Motion, A3. Gut dazu, kann man machen. Und Schwarz spielt hier konsequent A4.
Wie gesagt, er möchte gerne die Majorität hier durchdrücken. Erstmal Turm AD1, jawohl, und der Springer geht nach C6. Auch soweit alles verständlich. Und Nepo spielt hier wirklich, also er befürchtet diesen Bauernsturm vielleicht. Er spielt hier erstmal C3 und sagt, pass mal auf, also du machst jetzt hier erstmal gar nichts. Ich habe hier alles dicht gemacht am Damenflügel. Jetzt kümmern wir uns doch mal um den Königsflügel, weil da hat Weiß sicherlich einen Vorteil im Moment. Also Läufer E7. Erstmal kommt der Läufer ins Spiel, okay. Und der Springer bleibt einfach stehen. Nepo spielt hier Springer H4. Kann man machen. Und er fragt quasi Schwarz, was sind deine nächsten Züge? Was willst denn du eigentlich machen? Der Springer, der eben noch wunderbar auf C6, der hat ja gar keine Option. Deswegen war C3 guter Zug von Nepo. Was ist denn der nächste Zug? Nochmal, Leute, das ist enorm schwierig, hier alles richtig zu machen. Widdit spielt hier H5, ein sehr guter Zug. Das muss aber auch, das muss getimed sein. Warum ist denn H5 gut? Naja, man kann hier nicht wirklich nehmen. Warum nicht? Dann kommt Turm schlägt H5, liebe Leute. G schlägt H5 und Turm G8. Und plötzlich gewinnt Schwarz, weil der Springer auf H4 verloren geht. Ihr seht, nicht einfach die Wand angucken und sich denken, so alles öde. Es ist überhaupt nicht öde. Man kann hier nicht nehmen. Kann man denn mit dem Bauern nehmen? Kann man auch nicht, weil dann nehme ich auf F6, E schlägt F6 und jetzt hängt der H5. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Totale Gewinnstellung hier für Schwarz übrigens, ja. Also, H5, guter Zug, trickreicher Zug. Was macht also Nepo? Er sagt, pass mal auf, du mit deinen taktischen Tricks, ja, ich ziehe einfach vorbei. Ich spiele G5. Und jetzt haben wir plötzlich eine 2 gegen 1 Mehrheit hingekriegt. Das heißt, Weiß kriegt hier wahrscheinlich irgendwann einen Freibauer. Ja, okay. Also, Turm A5, das ist auch eine spannende Idee. Ist kein schlechter Zug. Die Idee ist, Turm B5 und den Druck auf den B2 erhöhen. Warum nicht, ja? Turm DE1, das sind ganz, wie sagt man, diffizile, nicht fragil, Manöver. Ganz schwierig, ganz schwierig. Es kommt Turm B5, ja. Und Nepo könnte hier einfach Turm F2 spielen und den einfach decken. Aber er spielt lieber Läufer C1. Der Läufer geht auf sein Ausgangsfeld zurück und steht da nicht so schlecht. Die Stellung ist total ausgeglichen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, dieser Turm auf B5, ne? Was ist die Zukunft dieses Turmes? Will der echt nach B3? Ja, vielleicht. Also Widdit spielt hier Turm B3. Eine Alternative wäre auch direkt C4 gewesen. Lassen wir es mal. Turm B3. Und ihr werdet euch natürlich fragen, was stellt denn der den Turm dahin? Der kann ja gar nicht mehr sich wirklich bewegen. Naja, der Trick ist B5, B4. Und dann fliegen die Fetzen. Ja, und das geht schnell. Also Nepo weiß, er muss was tun. Er kann nicht zuschauen, wie Schwarz einfach B5, B4 spielt. Ja, das ist klar. Aber was tun? Nepo spielt G6. G6 ist ein sehr guter Zug. Das Problem ist, es droht einfach G7 und dann G8. Ja, oder wenn der Turm dahin geht, nehme ich den Turm halt weg. Deswegen müssen wir den nehmen. Das ist soweit verständlich, denke ich. F schlägt G6. Der Springer nimmt auf G6 und der Turm ist angegriffen, der zieht nach D8. Nepo sagt, okay, pass mal auf. Ich nehme mal einmal eine Leichtfigur hier runter vom Brett und schnapp mir den H5. Gut gespielt von Nepo, aber ist das tatsächlich ausreichend? Weil Schwarz kriegt Gegenspiel. Ja, also Schwarz hat jetzt einen Bauern weniger, aber er kriegt hier natürlich diesen Turm, der hier eindringt, Turm D3. Aber gut, dann sagt sich Nepo, naja, ich gehe mal dazwischen. Okay. Und die tauschen wir einmal raus. König nimmt. Und jetzt hole ich mir den Bauern zurück. Wunderbar. Wunderbar. Gleiches Material, liebe Leute, aber. Ich habe es ja vorhin gesagt, es ist ein Freibauer übrig geblieben, und zwar der Kollege auf E5. Und
Natürlich kriegt man den jetzt gepusht. Ihr wisst schon, Freibauern, pushen, Baby. Kriegt man den jetzt gepusht? Und wenn ja, wie? Nepo sagt, wo gehören die Freibauern hin? Liebe Leute, beißt in euer Frühstückstoast und dann sagt's mir. E6, natürlich, pushen. Meine Güte. Und Widdit bleibt beim Plan. B5 mit der Drohung B4. Und dann, also B4, ne, dann wird's wirklich kritisch. Aber Weiß hat so ein bisschen das Momentum aktuell. Weiß kann sagen, okay, ich spiele mal Läufer G5 und greife diesen Springer an. Der ist nicht gedeckt. Der kann ziehen. Stimmt, nach D5. Pushen! Ich weiß, der eine oder andere von euch, dem ist das zu viel Pushen, Baby, Gelaber. Es ist aber nun mal die Wahrheit. Die Freibauern gehören in der Regel nach vorne gepusht und plötzlich droht der Bauer einfach sich umzuwandeln, durchzulaufen. Das müssen wir natürlich verhindern. Läufer D7, klar. Und diese Stellung ist unglaublich kompliziert. Leute, wahrscheinlich wird Schwarz eine Figur opfern müssen, aber er hat immer noch diesen Durchbruch B4 und selbst mit einer Figur mehr ist die Sache völlig unklar, ob Weiß das gewinnen kann. Also, ne, das ist nicht einfach. Und Nepo findet auch nicht den besten Zug. Der wäre hier Turm E5 gewesen, laut Computer. Aber er spielt Turm D1. Und ich kann euch sagen, die Maschine sagt, ja, das ist beeindruckend, aber leider ist es nur 0,0, 0,1 für Weiß. Warum? Ja, es ist der Springer angegriffen und der Läufer indirekt auch. Der richtige Verteidigungszug, liebe Leute, oder einer der richtigen Verteidigungszüge ist hier, Läufer E8 kam nicht in der Partie. Auch Läufer C6 ist möglich. Was passiert denn nach Läufer E8? Ja, der hängt. Aber das Problem ist, wenn man diesen Springer rausnimmt, kann ich auf H5 nehmen und zwar mit Schach. Und das ist ein wichtiges Tempo, dass hier ein Schachgebot folgt. Denn der König muss irgendwo hinziehen, sagen wir mal G3, und jetzt gehe ich einfach wieder zurück. Und wenn ihr jetzt Turm D8 spielen wollt, ja, dann gehe ich weg. Und wenn ihr hier reinlauft, opfer ich. Und ich kann euch mal sagen, das ist ein Endspiel, was eher besser ist für Schwarz. Also, okay, Weiß hat eine Figur mehr, aber der B2 hängt, die Durchbrüche kommen, Weiß kann das unmöglich gewinnen. Unmöglich. Das heißt, das ist eine gute Verteidigung. Auch Läufer C6 ist möglich, mit einer Abzugsdrohung noch dazu. Aber der gute Widdit hat hier König C6 gespielt und deckt beide Figuren. Und das, liebe Leute, ist eine Ungenauigkeit. Ich will nicht von einem Blunder sprechen, von einem Patzer, das nicht. Aber es ist eine Ungenauigkeit. Es ist nicht besonders gut, der Zug. Warum? Weil Weiß jetzt einfach König E4 spielen kann. Und jetzt hängt der Springer. Und die einzige Option für Schwarz ist es, eine Figur zu opfern. Also man muss hier auf E7 rausnehmen. Dann haben wir wieder ein Endspiel. Läufer schlägt E7 und Turm schlägt B2. Wie ist denn dieses Endspiel einzuschätzen? Traut ihr euch das zu? Es ist besser für Weiß, aber ganz ehrlich, aus praktischer Sicht, dieses Endspiel zu gewinnen mit dieser Mehrfigur für zwei Bauern, also ich will es mal bezweifeln. Ich will es mal echt bezweifeln. Die Engine spielt hier noch wilde Varianten, also mit Turm C2 und Springer G6 und Läufer geht nach H3 plötzlich. Das ist jetzt so Computerschach natürlich und Turm E2 und König F4 und Turm F2 und hin und her und her und hin. Ob man das gewinnen kann, wage ich stark zu bezweifeln. Man muss also hier opfern. Aber der gute Widdit mit 4 Minuten 39, wir sind im 37. Zug, also er hat noch drei Züge bis zur Zeitkontrolle, kein Increment, spielt hier sofort Läufer E8. Und das ist eigentlich ein Drama. Weil dieser Zug ist ein glatter Verlustzug. Das ist bitter. Er hat toll verteidigt. Aber es ist wirklich schwierig. Und ich kann euch sagen, dieser Zug, der sieht in Ordnung aus. Weil nach dem Nehmen hier hängt ja schließlich auch der Springer. Aber dieser Zug verliert. Warum? Nepo nimmt hier raus. Läufer schlägt H5, klar, ins Figur zurückholen.
Und jetzt dieser ultra bösartige Zug Läufer C1. Wir decken den B2, wir greifen den Läufer an und der Läufer muss das Umwandlungsfeld be weiter bewachen. Man kann Schach geben, stimmt. Der König läuft nach vorne. Übrigens, vielleicht noch für alle unter euch, die sagen, was ist denn mit Läufer F3, ne? Weil nehmen geht aber nicht, weil dann laufe ich zur Dame. Also deswegen Läufer G6, König E5 läuft nach vorne und endlich kommt der Break, B4. Aber jetzt ist es zu spät. Liebe Leute, jetzt ist es zu spät. Jetzt spielt Nepo auch meisterhaft, ja. Er spielt hier den absolut besten Zug am Brett. Ist eh gewonnen, aber er spielt hier König F6. Ein wunderschöner Zug, wie ich finde, denn man kann hier nicht nehmen. Wenn man hier nimmt, was passiert dann? Dann nehme ich hier. Und wollt ihr jetzt hier, wie haltet ihr denn den Bauern auf? Also man könnte hier noch versuchen zu tricksen, wisst ihr schon, mit B schlägt A3 und A2, ja. Aber das Problem ist, wir laufen einfach rein. Und wenn man jetzt hier durchlaufen will, das reicht nicht. Schwarz wird matt gesetzt. Schaut mal, ich hole mir meine Dame, ganz aus spaßeshalber, und das ist schon matt. Ja, also König F6, der Turm ist tabu. Deswegen, der Läufer muss auf der Diagonalen bleiben, Läufer E8. Und jetzt kommt einfach Turm D8. Und die Stellung ist durch. Ja. Willett versucht noch, B schlägt A3. Ihr wisst schon, das Motiv hier zu schlagen oder durchzulaufen, whatever. Aber Nepo im Stile eines Klassemanns macht da gar nicht Experimente mit dem Läufer nehmen und bla bla. Gewinnt auch, aber er nimmt hier einfach raus und entledigt sich dieser Drohung, diesen Problematiken. Ja, und ihr könnt es nicht mehr verhindern. Läufer D7, König F7 und an der Stelle hat Widde die Partie aufgegeben. Nächster Zug ist die Umwandlung und eine Mehrfigur. Keine Chance mehr hier. Also wenn man noch, ich zeige es euch nochmal, wenn man jetzt sagt, wenn ihr sagt, okay, ich kann ja hier vielleicht nehmen, dann kommt Turm schlägt D7. Ne? Ja, und jetzt kann man hier nicht nehmen wegen Umwandlung mit Schach. Das heißt, man müsste hier nehmen, wir laufen rein und jetzt einfach Turm F1. Ja, ihr habt recht, der König muss weg und man kann jetzt, aber jetzt ist einfach eine Dame weniger. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? Deswegen die Aufgabe hier nicht so früh, eher zu spät, aber der gute Willett saß auch am Brett. Ich habe hier noch ein Foto von euch. Eieiei, ein Kopf geschüttelt. Ja, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, eine großartige Endspieltechnik. Eine Endspielleistung von Nepo und der ist bei den Leuten, liebe Leute. Der marschiert, ja, also Wahnsinn. Ich kann euch sagen, die anderen Partien, Caruana gegen Gukesch ist Remis ausgegangen im Damen-Endspiel und Abbasov gegen Firouzja ebenfalls Remis im Damen-Endspiel. Das heißt, Nepo hat mal richtig zugeschlagen. Ja, der Einzige, der gewinnen konnte in Runde 4. Ja, Leute, also, nächstes Video, keine Candidates, warum nicht? Weil an diesem Montag, wann auch immer ihr das Video sieht, Montag, der 8.4., ist Ruhetag in Toronto. Da ist Zeit für was anderes. Darüber reden wir im nächsten Video. Jetzt darf ich mich erstmal bedanken fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und wie ihr diese Leistung von Nepo findet. Vielleicht könnt ihr auch mal dazu schreiben, wer ist eigentlich euer Favorit? In dem Candidates jetzt nach 4 Runden kann man schon ein bisschen was ablesen, aber das Turnier ist lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.